In diesem Kurs geht es erstmal um die Grundlagen, also sprich die Regeln für Wurzeln und Potenzen, das heißt, wie man damit rechnen kann, darf, soll und was man vor allen Dingen auch nicht machen darf. Dabei ist eine Potenz erstmal vorrangig eine Definition, eine andere Schreibweise für eine Darstellung. Also man hat hier zum Beispiel die Darstellung, ich möchte gerne eine Zahl a mit einer Zahl a, noch mit einer Zahl a multiplizieren, immer wieder, vielleicht 10-mal. Dann kann ich dafür, weil ich nicht das Ganze 10-mal hintereinander schreiben möchte, auch a hoch 10 schreiben. Das ist erstmal eine festgesetzte Konvention. Also eine Kurzschreibweise. Dann gibt es die Definition, das wird einfach so gesetzt, da kann man auch nichts dran machen. Es liegt einfach daran, dass an der Stelle die Funktion stetig fortgesetzt wird, sonst funktioniert die ganze Sache nicht. Das heißt, es gibt die Konvention, dass ganz egal was ich hoch 0 nehme, immer 1 ist. Das heißt, 0 hoch 0 ist 1, 1 hoch 0 ist 1, das ist relativ einfach, aber 100 hoch 0 ist 1. E hoch 0, die Eulersche Zahl hoch 0 ist 1. Alles, egal was ich hoch 0 nehme, ist immer 1. Und ebenfalls eine Konvention habe ich das a hoch n unten im Nenner eines Bruches. Das heißt, also steht es unten. Dann kann ich das auch abgekürzt schreiben mit a hoch minus n. Also möchte ich das Ganze vom Nenner in den Zähler heben, tausche ich das Vorzeichen. Steht es unten mit negativen Vorzeichen, steht es hier mit positiven Vorzeichen. Das erstmal so als Konvention vorweg, damit man überhaupt weiß, was man denn da so schreibt. So, diese Rechengesetze kennen Sie von dem Blatt. Insbesondere die Gesetze P1 und P2 müssen Sie beherzigen. Alle anderen, die hier noch unten drunter stehen, folgen aus den Konventionen, die hier oben stehen. Machen wir mal ganz kurz ein einfaches Beispiel. Zu P1, das kennen Sie bestimmt. Wenn Sie haben x hoch 3 mal x Quadrat, dann kann man das ja auch schreiben als x mal x mal x für x hoch 3. Das war die Konvention von hier oben. Und dann wieder einmal und dann haben wir x mal x. Und wenn wir jetzt durchzählen, haben wir 5 Stück davon. Also ist das letztendlich x hoch und jetzt ist es nichts anderes als P1, nämlich 3 plus 2. Also letztendlich hier haben wir nämlich 3 Stück und dann nochmal 2 Stück. Die können wir addieren. Also haben wir letztendlich x hoch 5. So, das war das Potenzgesetz P1. Und das Potenzgesetz P2 kann man ähnlich gut erläutern. Wenn man jetzt nimmt x Quadrat und möchte das Ganze 3 mal hintereinander schreiben, dann hat man ja geschrieben im Grunde genommen x Quadrat mal x Quadrat mal x Quadrat. Das hier ist dann wieder 3 mal. Wenn ich das jetzt wieder ausformuliere, komme ich auf x mal x mal x mal x mal x und noch ein x hinten dran. Das heißt, ich habe jetzt letztendlich für jedes x Quadrat zwei x hingeschrieben und das Ganze 3 mal. Also haben wir hier auch das, wenn ich hier durchzähle, komme ich auf die 6 oder wenn ich x hoch 2 mal 3 nehme, komme ich ebenfalls auf den Exponenten 6 dort oben. Das ist das Potenzgesetz 2. So, die anderen, wie gesagt, sind Folgerungen. Steht ja auch extra damit folgt oben drüber. Denn wenn ich mir jetzt das Gesetz, diese Regel hier anschaue, dann kann ich ja a hoch s als a hoch minus s schreiben. Das heißt, ich habe dann a hoch r mal a hoch minus s. Und dann kann ich mit dem Potenzgesetz 1 daraus machen a hoch r plus minus s oder a hoch r minus s. Analog geht das Ganze dann auch, oder ähnliches gilt für dieses Potenzgesetz, das wir hier hinten mal aufgeschrieben haben. Wenn wir einen Bruch haben oder etwas, was sich über zwei Zahlen a mal b können wir nehmen, hoch
2 nehmen, dann müssen wir aufpassen, dass wir sowohl die a hoch 2 nehmen als auch die b hoch 2, denn wir haben ja hier eine Klammer und damit bezieht sich das Quadrat sowohl einmal auf das a als auch einmal auf das b, was überhaupt nicht erlaubt ist. Ist, wenn ich aus a plus b zum Quadrat, wenn ich daraus jetzt machen wollte, a Quadrat plus b Quadrat. Diejenigen, die schon so ein bisschen fit in Mathe sind, die wissen, das muss man die binomische Formel nehmen und da fehlt dazwischen noch dieser Teil. Liegt halt daran, dass in dem Schritt dazwischen a plus b mit a plus b multipliziert wird. Und wenn man das sauber und ordentlich macht, was ich Ihnen auch noch erkläre, wie es genau geht, dann kommt eben das heraus und bitte nicht einfach a² plus b². So, dann haben wir hier unten noch die Regeln für die Wurzeln. Dabei ist insbesondere als erstes, auch wenn es hinten steht, auf diese hier hinzuweisen, hier die Konvention, dass die n-te Wurzel aus a, a hoch 1 durch n ist. Das heißt also, haben wir zweite Wurzel aus 7, dann können wir dafür auch schreiben 7 hoch 1/2. Das ist insbesondere dann, wenn wir später zum Ableiten kommen, ganz wichtig, dass man Wurzeln wegmacht und daraus ganz normale Potenzen, dann kann man damit deutlich besser rechnen. Und dann sind diese beiden Regeln wieder nichts anderes als die Zusammenfassungen oder vielmehr die Fortführungen der anderen Regeln. So, damit haben wir eigentlich schon die wichtigsten Regeln erläutert. Diese hier, die lasse ich mal so ein bisschen so stehen. Wir werden nachher noch zu Wurzeln kommen. Da kann ich sie vielleicht noch mal kurz mit erläutern. So, ich hoffe, jetzt sind Sie regeltechnisch gerüstet, um die Aufgaben, die manchmal nicht ganz einfach und nur mit einem Trick zu lösen sind, für das Blatt 1, also die Aufgabe 1, zu lösen.